Hallo meine Lieben und herzlich willkommen aus Bad Zwischenahn. Ich bin hier heute bei der Rügenwalder Mühle eingeladen. Ich freue mich sehr, das wird nämlich ein sehr interessanter Tag werden. Wir dürfen heute einen Blick in die Produktion werfen bei der Rügenwalder Mühle, bei der Forschung und Entwicklung vorbeischauen, dürfen da auch ganz viele neue vegetarische Produkte ausprobieren und wir dürfen auch noch an einer Diskussionsrunde teilnehmen und dort ganz viele, vor allem auch kritische Fragen stellen. Und dafür habe ich natürlich auch eure kritischen Fragen mitgenommen. So, wir ziehen jetzt hier einmal diese schicken Hygieneschutzanzüge an. Größe XL, damit auch hier jeder reinpasst. Joanna, zeig dich mal. Wunderschön, wunderschön. Ich habe gerade schon gesagt, es fehlt eigentlich nur noch der Gucci-Gürtel. Und dann können wir dich auf die Fashion Week schicken. Danke. Sie werden jetzt über die wichtigsten Hygiene- und Verhaltensregeln für Besucher und Gäste informiert. So, wir haben uns jetzt einmal hier schick angezogen. Haare müssen natürlich auch weg sein, haben wir gerade in der Hygieneschulung gelernt. Und ja, alle anderen sind jetzt natürlich auch weg. Ja, ich will auch Fleisch sehen. Thomas, wir zwei beide haben gerade die Führung hier bei Rügenwalder gemacht im ganzen Fleischbereich. Und ich dachte jetzt mal, ein Profi, also jemand, der sich selbst Fleischbotschafter nennt, der muss ja richtig Ahnung von Fleisch haben. Worauf achtest du, wenn du Fleisch einkaufst? Woher kommt es vor allem? Also gerade wenn ich beim Metzger des Vertrauens, dann stelle ich ihm ganz viele verrückte Fragen. Woher kommt es? Was war das für ein Tier? Weiblich, männlich? Wie ist das gereift? Und daraus bildet sich dann immer so eine Art Verständnis zwischen demjenigen, der das verkauft und mir. Was für Tipps hast du, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ey, ich möchte Massentierhaltung nicht unterstützen, ich möchte irgendwas Gutes tun zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ich möchte meinen Kindern auch eine gute Message mitgeben? Ich würde nicht das 0815 vielleicht aus dem Aldi oder aus der Frischhaltetheke kaufen, sondern zum Metzger gehen und danach fragen und dem auch erklären, was man macht. Weil gerade für sowas wie ein Sonntagsbraten, so klassische Gerichte, da kennt der Metzger sich halt aus. Da weiß er genau, wie würzt man die, wie bereitet man die zu, welches Stück Fleisch kommt dafür am besten in Frage. Dadurch schafft man auch die Nachfrage. Dadurch merkt auch dieser kleine Metzger vielleicht, ach, ich muss noch das und das einkaufen, weil das verkauft sich ja auch. Seltener, dafür was Besseres. Lieber mal nur an einem Tag in der Woche oder zwei Tagen die Woche und dafür den Weihnachtsbraten hängen, was gespart. Ja. Danke. Gerne. Also, haben wir auch schon lange dran entwickelt? Ist die vegetarische Variante. Nein, so. Ich esse nicht häufig die Produkte. Meist esse ich das hier. Bei meiner Mutter, weil meine Mutter natürlich meint, dass sie mir. Ist die vegane Variante? Einfach Ei weggelassen? Mir ist bewusst, dass. Okay, das wird schon mal besser als das. Das hier ist auch vegan. Ohne Ei natürlich. Ja, ist okay. Aber eine optimierte Variante. Ich verstehe. Ich meine aber damit, ich bin damit zufrieden. Ich bin damit sehr zufrieden. Weil ich dann also, würde sagen, dafür, dass ein veganes die vegane Produkt Variante ohne Ei schmeckt am besten. Habt ihr auch alle gesagt, ne? So Leute, wir sind jetzt hier einmal bei der Verkostung des vegetarischen Schinkenspickers und der vegetarischen Salami gelandet. Und ich darf das jetzt hier richtig einmal probieren alles und dann hier eintragen, wie es mir schmeckt, wie es mir gefällt. Das Ganze hier ist so ein bisschen mit einem roten Licht, damit man nicht von der Farbe irgendwie, Farben sind alle so schnell, damit man nicht von der Farbe irgendwie so mitentscheiden kann, sondern dass es eben sehr neutral ist, das Ganze. Also, gucken wir mal. Vegetarischer Schinkenspicker. Okay, Leute, das ist alles nicht so meins. Hilfe. Leute, ich bin schon so satt, aber ich muss hier einmal einen vegetarischen Hotdog probieren. Mal schauen. Christian ist ja mega Hotdog-Fan. Ihr wisst ja immer, wenn wir bei Ikea sind oder so. Ja? Mhm. Und probieren? Lecker, ne? Thank you.
Mittagessen. Yummy. Oh, das sieht lecker aus. Himmel. Wow. Ich bin Leonie und ich schreibe auf meinem Blog Glowing über Nachhaltigkeit, über vegane Ernährung und über alles, was so mit einem grünen Lifestyle zu tun hat. Wir haben jetzt gerade ganz viel gehört zum Thema Nachhaltigkeit und mich würde einfach interessieren, wie du mit solchen Infos dann umgehst. Also ich finde es meistens super interessant, weil ich das natürlich auch unterstütze, wenn sich große Unternehmen dafür interessieren und wenn die auch merken, okay, das ist definitiv ein Punkt, da muss man irgendwie was umstellen. Hast du irgendwie so 3 bis 5 Tipps, wo du sagst, ey Leute, wenn das jeder machen würde zu Hause und das kann jeder machen, dann ist wirklich schon viel getan. Also was ich esse auch vegan, kann ich nur jedem empfehlen, weil das einfach super viele Auswirkungen auf die Umwelt hat. Und ich sag mal so, das würde tatsächlich sehr helfen. Das spart allein schon wahnsinnig viel Wasser ein. So viel kann man mit dem Duschen gar nicht einsparen. Dann natürlich Plastikverpackungen. Es gibt so viele Tüten und Verpackungen, die letzten Endes im Meer landen und da nicht nur die Umwelt verschmutzen, sondern zum Teil natürlich auch die Fische, die Delfine, die Wale irgendwie beeinträchtigen. Was natürlich auch ein super wichtiges Thema ist, ist das Thema Reisen. Also wir sind ja mittlerweile in der Gesellschaft doch eher so weit, dass man überall mit dem Flugzeug hinfliegt und sei es jetzt für einen Tag von München nach Berlin und dann am gleichen Tag wieder zurück oder so. Das hat natürlich schon eine wahnsinnige Auswirkung auf die Umwelt. Man muss einfach sich damit auseinandersetzen und auch wirklich ganz viel ausprobieren. So Leute, ich habe mich jetzt hier noch ein bisschen aufgerübscht, ne? Und es geht jetzt hier auch gleich los. Ich hoffe. Wie transparent seid ihr denn da für den Verbraucher? Also wo kann man sich denn erkundigen, von welchen Biohöfen ihr dann euer Fleisch bekommt? Wir haben im Internet ja auch dieses Bauernhof-Finder, dass man sagen kann, so, wo kommt das genau her? Wir sind noch nicht ganz so weit, dass man dann genau auf der Packung sehen kann, wo es herkommt, weil eine Wurst wird ja erst aus verschiedensten Teilen produziert. Das ist ja anders als ein Kotelett oder ein Schnitzel. Das ist ein Stück vom Schwein, das kann man genau zurückverfolgen. Aber der Speck kann eben von dem Bauernhof kommen und das Schweinefleisch von dem Bauernhof. Und dann müsste man da auf der einzelnen Wurst viele Bauernhöfe haben. Und das haben wir noch nicht ganz hingekriegt. Aber wir sagen ganz offen, wo unsere Lieferanten die Bauern haben, wo wir unser Fleisch kaufen. Also was kann man denn, also meine Community fragt mich auch immer so, oder viele fragen mich, was kann man denn wirklich konkret tun? Wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, was kann ich konkret einkaufen, damit ich helfe, dass sich das alles in die richtige Richtung bewegt? Dass ich meine Produkte kaufen. Ich glaube, dass man sehr viel Macht mit seinem Einkaufszettel hat. Es geht nicht um Rügenwalder Produkte, es geht aber darum, dass du dich entscheiden kannst, wie es die Südeuropäer machen, die sagen, ich gebe mehr Geld für Ernährung aus, fahre deswegen aber ein verbeultes Auto. Das ist mir egal mit meinem blöden Auto. Da sind die Deutschen anders drauf und sagen, nee, schöne dicke Karre, SUV ist schon geil, dann spare ich lieber bei der Wurst oder bei anderen Produkten. Und ich glaube, wenn man die Menschen dazu erziehen könnte, zu sagen, ich gebe mehr Geld für das aus, was in mich reingeht, ist ja viel wichtiger, als wo ich drin sitze oder wo ich Urlaub mache. Das wäre ein Riesenpunkt, den man, glaube ich, verändern könnte. Und da hast du ja jeden Tag die Chance zu gucken, welche Produkte isst du, welche Produkte kaufst du. Leute, was soll ich euch sagen? Das war so eine coole Diskussionsrunde. Also das, was ihr jetzt hier gerade in meinem Video gesehen habt, das ist ja nur ein Mini-Ausschnitt. Die gesamte Diskussionsrunde wird es als Video geben und ihr könnt das auf der Facebook-Seite von Rügenwalder sehen oder auf der Homepage. Ich werde euch das Ganze auch nochmal verlinken. Dauert allerdings noch eine Woche, bis das Video online geht. Ich kann euch nur raten, das euch einmal anzuschauen. Also da werden alle eure Fragen beantwortet, auch die kritischen Fragen. Also ihr wart euch ja auch genauso wie ich auch nicht so sicher, ist das jetzt hier Greenwashing, Image polieren etc. Unterstütze ich einen Fleischkonzern, wenn ich die Veggie-Produkte einkaufe? Warum sind Veggie-Produkte so teuer? Also all das wird in dieser Runde beantwortet. Ich finde, der Godo ist auch so ein cooler Typ. Der gibt auch, also auch was er so über die Zukunftsentwicklung sagt, was der Markt der Zukunft ist, das war so spannend, was er erzählt hat. Also ich kann euch da nur ans Herz legen, euch dieses Video einmal anzuschauen. Ansonsten werde ich jetzt einmal hier die Koffer packen. Die meisten sind ja schon zum Bahnhof gefahren. Ich freue mich jetzt auch total, wenn ich zu Hause bin. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.